und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Sophie. Ich bin intuitive Künstlerin, Reiki-Meisterin, Buchautorin und vieles mehr. Heute machen wir wieder ein intuitives Bild. Perfekt. Ich habe nämlich ganz viele Bilder, die ich noch nicht fertig gemacht habe. Ganz viele Bilder sind Dudeln, sowohl kleinere als auch größere. Da kann man sicher noch ganz viel machen. Die zeige ich euch jetzt mal schnell durchlauf. Ist auch wunderschön, kann man auch fertig machen. Ich möchte nämlich einfach mal die Bilder fertig machen, die ich schon habe. Und vielleicht eben noch was ergänzen oder so. Und ich würde sagen, lass uns beginnen. Ich zeige euch noch gleich was, Moment kurz. Da sind noch welche zum Dudeln. Bei dem Bild habe ich nämlich ein altes Bild erneuert. Also da habe ich so eben noch rundherum gemacht. Und ich zeige euch gleich, wie die Technik vorher war, die ich vorher gemacht habe. Früher habe ich eher noch mehr abstrakter gemalt, also eher größere Flächen. Und jetzt ist mir die Idee gekommen, dass ich ja mit diesen schönen Stiften noch Akzente setzen kann. Und das könnte ja wunderschön ausschauen. Und genau, da sind einige noch zu machen. Wie ihr sehen könnt, ein paar habe ich schon gemacht. Aber irgendwie habe ich heute Lust auf ein anderes Bild. Ich glaube, ich werde mir einen von den kleineren Bildern vorknüpfen. Ich glaube, ich nehme mir heute diese drei orangefarbenen Bilder vor. Und ich würde sagen, los geht's. Ihr könnt mir wieder im Zeitraffer wie immer zuschauen. Ich freue mich schon. Fertig mit den drei Karten. Ich zeige sie euch jetzt. Das war die erste Karte. Ich habe sie alle drei versucht, etwas schlichter zu halten. Also ich habe nicht versucht, die ganze Fläche anzukritzeln, sage ich jetzt mal, sondern eben, ich habe auch ein paar gelbe Flächen gelassen oder eben rote Flächen und so. Das ist die erste Karte. Warte mal. Das ist die zweite Karte. Da ist schon etwas mehr los. Bei dieser Karte habe ich aber auch nicht alle Kreise angemalt, wie ihr sehen könnt. Ein paar habe ich so gelassen. Ich finde, das schaut auch ganz cool aus. Man muss ja nicht immer alle anmalen. Man kann es so machen, wie es einem gerade Freude macht. Und die von Happy Painting würde diese Kreise jetzt kleine Welten oder, ja, ich glaube, kleine Welten nennen. Und ja, wie findet ihr das? Das ist eine süße Raupe und ein paar Gestalten sind auch entstanden. Und die dritte Karte ist nochmal schlichter und anders. Auch wieder mit viel Fläche. Ich habe dazu nur die Gold genutzt, um noch ein paar Akzente zu setzen. Aber ansonsten habe ich sie eigentlich so gelassen, wie sie war. Und das finde ich hat auch so einen Reiz. Ich weiß nicht, mir gefällt sie eigentlich sehr gut. Sie schaut sehr stimmig aus und schön irgendwie. Also ich lege sie nochmal nebeneinander alle. Und ihr könnt mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche eure Lieblings ist. Ich finde, die schauen alle sehr fröhlich aus, irgendwie vor allem die. Aber mein Favorit ist trotzdem irgendwie die da hier. Die mit den kleinen Welten und der Raupe. Ich finde, die ist einfach so süß irgendwie.
Ich freue mich, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, welche euch am besten gefällt. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuschauen. Natürlich fällt wieder jetzt der Zug. Ich hoffe, das stört euch nicht. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und freue mich natürlich wie immer, wenn ihr dem Video ein Like gebt und sagt wieder bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Sophie. Tschüss.